200 Jahre Tiroler Versicherung. Kinder verdienen alle Chancen. Immer. Wir investieren in ihre Zukunft. 200 Jahre feiern wir fraulich. Mit 200.000 Euro für Kinder- und Frauenprojekte. Informationen zur Teilnahme unter frautirola.info. Jetzt einreichen. Sicher sind wir weiblich. Die Tiroler Versicherung. Hallo, ich bin Marion. Tauchen Sie mit mir ein in die Bank der Zukunft. Hier können Sie bevorzugte Funktionen auswählen und erhalten maßgeschneiderte Vorschläge und Empfehlungen. Weiters haben Sie die Möglichkeit, Produkte direkt online zu zeichnen. Die meisten Transaktionen erledigen Sie mit nur einem Klick. Und Überweisungen sind auch in Echtzeit durchführbar. All dies ist On, das Online-Banking der Sparkasse. Mit der Sparkasse sind Sie always on. Internorm, die größte Auswahl an Energiesparfenstern. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe von FCS Flash, dem Fußballmagazin des FC Südtirol. Heute bei mir darf ich Stürmer Manuel Fischnaller begrüßen. Einen schönen guten Abend, hallo. Schönen guten Abend, hallo. Also kurzer Rückblick. Am Mittwoch habt ihr gegen Legnago gespielt. Es wurde nur eine Halbzeit gespielt. Ihr musstet ja dieses Spiel nachholen. Am Ende konntet ihr mit 2:1 gewinnen, aber es war nicht ganz ein einfaches Spiel, oder? Nein, es war vor allem ganz ein komisches Spiel. Die Vorbereitung auf das Spiel war, hat man noch nie so miterlebt, deswegen war es nicht leicht. Wir haben eine Mannschaft, die Mannschaft gegen uns gespielt hat wirklich gut gespielt. Sie sind richtig ohne Gedanken ins Spiel gegangen. Man hat gesehen, dass sie die Mannschaft sind, die nichts zu verlieren hat. Mir vielleicht haben wir uns zu viel Gedanken gemacht, haben wir vielleicht ein bisschen zu viel Verteidigung und ist 1-0 heimbringen und deswegen sind wir in Schwierigkeiten gegangen. Hell war offensichtlich und hat man auch gesehen, aber noch ein Gegentreffer dann haben wir wieder gezeigt, was für eine gute Mannschaft wir sind, was für eine gute Truppe wir sind und haben uns gut zurückgekämpft und auch, denke ich, verdient schlussendlich das Spiel heimgebracht. Nach über 1090 Minuten habt ihr jetzt wieder ein Gegentor kassiert. Wie ist das eigentlich möglich, dass es so lange eigentlich gehalten hat? Ja, wir sind eigentlich defensiv wirklich gut gestanden. Angefangen von den Stürmern über das Mittelfeld in der Verteidigung hat wirklich jeder verteidigt. Jeder hat einmal zu geben und gibt auch weiterhin als. Deswegen logischerweise dann hat der Poluzin zu Tormann auch gut gehabt. Hat man auch wieder in Mittwoch gesehen. Und dass es dann zu so einem Rekord gekommen ist, war logisch ein bisschen unerwartet, weil man nicht oft sieht, dass ein Mann zu wenig Tore kriegt. Aber wir wissen, dass wir eine gute Arbeit geleistet haben und jetzt der Gegentreffer am Mittwoch darf ich nicht zu große Gedanken machen. Wir müssen einfach so weitermachen und dann wird es schon wieder passen. Hier gibt es jetzt noch eine kurze Zusammenfassung des Spiels am Mittwoch. Der 5. Spieltag der Serie C wurde am Mittwoch nachgeholt. Der FCS traf auswärts auf Legnago. Da am 26. September das Match nicht zu Ende gespielt wurde, startete das Nachholspiel mit dem Anpfiff der zweiten Spielhälfte. Dank des Treffers von Odogwu damals in der 4. Spielminute ging der FC Südtirol heute mit einer 1:0-Führung in die Begegnung. Zum Match. Legnago startet mutig in das Spiel. Die 48. Spielminute und die Gastgeber gleichen aus. Flanke von links von Ciccone an den zweiten Pfosten, wo Gomez am höchsten steigt und aus wenigen Metern Entfernung Poluzzi zum 1:1 überwindet. Es ist das erste Gegentor in der Meisterschaft für den FCS seit 1090 Minuten. Die Antwort folgt prompt, die 52. Minute und Malomo bringt den FCS wieder in Führung. 2:1 für die Weißroten.
Es bleibt bis zum Ende spannend. Es gibt noch einige Torchancen, aber in der 92. Minute ist dann Schluss. Der FCS gewinnt in Lenyago und nimmt sich die 3 Punkte mit nach Hause. Ja, am Sonntag geht es gleich weiter. Die nächste Reise steht an. Ihr spielt gegen Sereno. Wie schätzt du jetzt diese Mannschaft ein? Ja, Sereno ist eine kämpferisch gute Mannschaft, sind physisch stark, haben viele erfahrene Spieler in ihren Reihen, die was, schon in der Serie B gespielt haben, jetzt ein gewisses Alter haben, aber trotzdem noch Erfahrung mitbringen. Deswegen wird es sicher nicht leicht. Momentan, wir sind Tabellenführer, deswegen wird jeder gegen uns das beste Spiel machen wollen. Und ich denke, dass es wieder ein ausgeglichenes Spiel wird. Und wir dürfen jetzt nicht von ihrer, sie sind ein bisschen Provokateure und so, aber halt dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen. Wir müssen unser Spiel durchziehen und danach bin ich mir sicher, dass wir ein gutes Spiel machen können. Weil du es kurz erwähnt hast, die Tabellenführung, spielen dann die Mannschaften anders? Heißt, sie machen mehr hinten zu oder mit welcher Taktik gehen sie da vor? Ich denke, das ist relativ unterschiedlich. Gewisse Mannschaften haben eine gewisse Angst vor uns, das merkt man schon, weil, wenn man Tabellenführer ist, dass vielleicht eine Mannschaft nach Bozen kommt. Die ersten 10 Minuten haben sie schon ein bisschen Angst und weiß nicht so recht, was auf sie zukommt. Aber ich denke, also von der Motivation her ist sicher schön, gegen Tabellenführer eine gute Figur zu machen. Deswegen ist es für uns sicher schwerer. Zu diesem Spiel am Sonntag schauen wir uns kurz ein paar Zahlen an. Am Sonntag, 14. November, trifft der FC Südtirol auswärts auf Sereno. Das Match des 14. Spieltags der Serie C steigt um 14.30 Uhr im Stadio Ferruccia. Die Mannschaft aus der Provinz Monza und Brianza wurde 1913 gegründet und schaut auf eine lange Geschichte zurück. Zunächst bestritt der Verein nur einige lokale Turniere. Längere Pausen gab es dann aufgrund der beiden Weltkriege. Sereno spielte insgesamt 8 Mal in der Serie B mit, 29 Mal in der Serie C und 39 Mal in der Serie D. Gecoacht wird die Mannschaft seit dieser Saison von Alberto Mariani. Die Vereinsfarbe ist hellblau. Wie sieht eigentlich so ein durchschnittlicher Trainingstag für euch aus oder auch die ganze Trainingswoche? Wie bereitet ihr euch auf die Spiele vor? Wie läuft das bei euch ab? Also bei einer normalen Woche, wenn wir Sonntag spielen, haben wir in Montag frei. Nachher trifft man uns am Dienstag zum Mittagessen hier beim FCS-Center. Dienstag und Mittwoch ist eigentlich relativ physisch. Man tut viel in der Kraftkammer, viel Ausdauertraining und es sind wirklich harte Trainings. Nach ab Donnerstag, je näher man zum Spiel kommt, wird mehr an der Taktik gearbeitet. Man trifft sich in der Früh, schaut die Videoanalysen an, wie sich der Gegner defensiv einstellt, wie er offensiv ins Umgreift. Und am Samstag wird dann nur an die letzten Sachen gefeilt, die Freistöße, Elfmeter und so geübt. Und nachher kann ich Spiel kommen am Sonntag. Wie viele Stunden verbringt ihr dann effektiv auf dem Feld? Auf dem Feld sind es 1,5 Stunden, maximal 2 Stunden. Aber hell ist jetzt ist die Zeit auf dem Feld. Es wird viel dahinter gearbeitet. Wir sind 1,5 Stunden vor dem Training da. Jeder macht seine eigenen Übungen. Dann gibt es Videoanalysen. Der Trainer nimmt dann auch gerne mal jemand auf Seite und zeigt ein paar Videos vom letzten Spiel. Deswegen, wir verbringen viel da im FCS-Center und die Voraussetzungen dafür sein gegeben, deswegen ist es wirklich fein, ja. Ihr habt ja seit diesem Sommer einen neuen Coach. Wie hat sich jetzt eure Spielweise, auch die Taktik, so verändert? Ja, also verändert hat sich von taktisch her nicht so viel. Also wir spielen immer noch mit 4-3-2-1 oder 4-3-1-2. Wie gesagt, der Trainer hat seine eigenen Ideen eingebracht. Er schafft es uns richtig gut zu motivieren. Und ja, die Resultate zeigen, dass wir wirklich eine gute Arbeit leisten. Ja, dazu schauen wir uns jetzt auch die aktuelle Tabelle an. Also mit 33 Punkten führt der FC Südtirol momentan die Tabelle an, gefolgt von Padua und Feralpi mit jeweils 27 Punkten. Auf Tabellenplatz 4 liegt zurzeit Renate mit 26 Punkten und dann haben wir Provercelli mit 20 und Triestina mit 19 Punkten. Die Hinrunde ist noch nicht geschafft. Was glaubst du, welche Spiele waren jetzt besonders schwierig? Welche Herausforderungen stehen jetzt noch vor der Tür? Ja, also wir haben noch die schwersten Mannschaften stehen noch vor uns. Wir müssen noch gegen Padova spielen, gegen Freiburg spielen, gegen Triestina spielen. Deswegen
Das sind drei Mannschaften in unserem Kreis, die was um den Aufstieg spielen. Und das ist dann wirklich eine Herausforderung für uns. Und bei ihm kann man dann wirklich sagen, ob wir reif für den Titel sein oder nicht. Deswegen ist das eher als eine Motivation. Wir brauchen keine Angst haben. Wir haben gesagt, dass wir vorne mitspielen können und werden logischerweise sein bleiben, wo wir jetzt momentan sein. Tabellenführer, kaum Gegentore kassiert, ein Spiel nach dem anderen gewonnen. Es läuft zurzeit sehr, sehr gut. Letztes Jahr ist es um diese Zeit auch sehr gut gelaufen. Aber letztes Jahr hat das kleine bisschen am Ende gefehlt für den Aufstieg. Was glaubst du, was war dieses kleine Etwas am Ende, was gefehlt hat, um eben nicht aufzusteigen? Ja, es war einfach die Kontinuität. Also wir waren vielleicht am Ende von Jahren nicht mehr so spritzig, haben die wichtigen Spiele verloren. Und nachher noch mit Padova und Perugia Mannschaften gehabt, die was, sich keinen Ausrutscher geleistet hat. Und deswegen sind wir leider schlussendlich nicht erst geworden. Wir haben aber, denke ich, von den Fehlern gelernt. Wir sind wirklich super in der Meisterschaft gestartet und wir sind bereit auf die wichtigen Spiele. Danke, Manuel. Alles Gute und besonders für Sonntag und noch einen schönen Abend. Dankeschön. Das war's mit einer neuen Ausgabe von FCS Flash. Schön, dass Sie mit dabei waren und machen Sie es gut. Jahre Tiroler Versicherung. Kinder verdienen alle Chancen. Immer. Wir investieren in ihre Zukunft. 200 Jahre feiern wir fraulich. Mit 200.000 Euro für Kinder- und Frauenprojekte. Informationen zur Teilnahme unter frautirola.info. Jetzt einreichen. Sicher sind wir weiblich. Die Tiroler Versicherung. Hallo, ich bin Marion. Tauchen Sie mit mir ein in die Bank der Zukunft. Hier können Sie bevorzugte Funktionen auswählen und erhalten maßgeschneiderte Vorschläge und Empfehlungen. Weiters haben Sie die Möglichkeit, Produkte direkt online zu zeichnen. Die meisten Transaktionen erledigen Sie mit nur einem Klick. Und Überweisungen sind auch in Echtzeit durchführbar. All dies ist On, das Online-Banking der Sparkasse. Mit der Sparkasse sind Sie always on. Internorm, die größte Auswahl an Energiesparfenstern.